Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nicole Tetz und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ja, seit langer Zeit gibt es mal wieder ein Video auf meinem Sensi-Kanal, auf unserem Kanal Duftliebe Tetz. Wir haben uns jetzt vorgenommen, ja, wieder mehr Videos zu machen. Ich meine, es steht schon seit über einem Jahr auf meiner To-Do-Liste und jetzt habe ich gesagt, jetzt packe ich es an. Und ich fange heute an, euch mal zu zeigen, was unser Sensi Success Store so in sich hat. Also unser Sensi Success Store, das ist ein Shop, da können wir Geschäftsmaterialien kaufen und ja, halt schöne Sachen, um mit Sensi Werbung zu machen. Und es gab jetzt einen Sale und viele Sachen gab es eben dann auch günstiger. Und deswegen habe ich mir gedacht, starte ich damit jetzt einfach mal, um mich wieder so ein bisschen aufzuwärmen, was YouTube angeht. Und ja, ich habe hier einen riesigen Karton mit vielen tollen Sachen drin. Und ja, fange jetzt mal an, euch das zu zeigen. Als allererstes möchte ich euch unseren neuen Katalog zeigen. Den gibt es jetzt ab dem 01.02.2020. Und ja, es sind wieder ganz, ganz tolle Produkte drin. Wer einen Katalog haben möchte, darf sich gern an mich wenden. Ich schicke euch den gern per PDF zu oder ja, wenn ihr hier in der Nähe seid, bringe ich euch auch gern einen vorbei oder ich schicke euch einen. Also das kann man ja dann persönlich ausmachen. Worauf wir ganz, ganz stolz sind in diesem Katalog, das ist, dass im Frühlings-Sommer-Katalog ein Zitat von mir drin ist. Also es steht zwar der Name bei meinem, von meinem Mann dabei, weil er der Berater ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja, jetzt vielleicht. Ich lese es euch mal vor. Ich liebe meine Sensi-Familie. Bei ihr fühle ich mich so angenommen, wie ich bin. Ich liebe die Wertschätzung und dass wir uns füreinander freuen. Dieses Zitat, das habe ich mal abgegeben und es wurde hier im Katalog gedruckt. Mit dem Namen Manuel und Superstar-Berater. Das steht zwar Superstar-Berater, weil der Katalog schon gedruckt wurde, als wir noch Superstar-Berater waren. Mittlerweile sind wir ja Direktor. Und ja, also da ist man einfach stolz drauf. Sämtliche Berater, die irgendwie genannt werden oder so, sind da megamäßig stolz drauf, weil es halt auch wieder so ein Stück Wertschätzung ist, was Sensi uns da entgegenbringt. Ja, da habe ich 100 Stück bestellt. Damit ich ja, für die erste Zeit ausgerüstet bin. So, dann habe ich mir zwei Pakete neue Boards bestellt. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, ich habe zu wenig von diesen Boards, um sie mit auf die Partys zu nehmen. Da klemme ich meine Kataloge rein, meine Duftwunschlisten. Ja, und sonst noch, was ich so habe, klemme noch eine kleine Duftprobe hin für die Kunden. Und ja, wenn es dann ans Bestellen geht und ans Schnüffeln, dann teile ich die aus und jeder hat gleich alles das parat, was er braucht. Zwei Packungen habe ich mir da bestellt und ja, die sind einfach ja, total schnuffig und ja, besonders den finde ich so schön. Und die waren jetzt gar nicht mal so teuer mehr. Eben im Sale gibt es ab und an mal, dass wir uns halt auch Sachen günstiger kaufen können. Dann habe ich noch bestellt Cabbies. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Cabbie-Träger, aber ich habe gedacht mal, ja, zum Verschenken oder so. Ich meine, das ist eine tolle Cabbie, die ist jetzt nicht irgendwie kitschig oder irgendwas. Ich finde das Logo auch total ansprechend und ja, kann man durchaus tragen. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich eine mit in den Urlaub. Das sieht mich ja hier weiter keiner. Ja, nee, ich bin jetzt nicht so der Cabbie-Träger, aber wenn wir dann in Urlaub fahren und die Sonne recht runterbrellt, dann würde ich mir trotzdem eine aufsetzen und ja, trotzdem Werbung machen für Sensi. Genau, da habe ich mal drei Stück mitbestellt. Eine liegt woanders. Dann habe ich mir noch mitbestellt, die fand ich letztes Jahr schon so cool, da habe ich mir eine bestellt. Und dann wollte ich mir noch eine auf Reserve bestellen und dann gab es die nicht mehr. Unsere Sonnenbrille, das ist so eine polarisierende Sonnenbrille, die ist mega klasse. Ich hatte die letztes Jahr im Urlaub dabei, weil ich meine teure nicht mitnehmen wollte, aber es ist ja eigentlich ja Geschmarri. Aber ich fand die richtig toll. Ich setze mal auf. Also so schlecht ist die jetzt gar nicht. Ich habe mich ja ganz wohl gefühlt mit der und das ist so eine polarisierende, also man hat so das Gefühl, man sieht
alles so ein bisschen schärfer. Vielleicht gebe ich auch, verschenke ich auch mal eine. Also da muss ich mal sehen, ob ich jemanden finde, der sagt, ja, die gefällt mir, die trage ich auch. Weil wenn sie nämlich ja, zu Hause rumliegt, dann macht die Sache ja auch keinen Sinn. Na, nur, dass ich sie dann zu Hause habe oder so. Also finde ich cool, habe ich mir mal 2 Stück mitbestellt. Ja. Vielleicht kriegt mein Mann eine, wenn sie ihm so einigermaßen steht. Ja. Dann habe ich noch mitbestellt Spargel. Die waren auch im Angebot dieses Mal. Spargel, die setze ich oft ein für so Spiele. Also wenn wir Spiele machen, wir machen ja auf den Partys sehr oft Spiele oder eigentlich auf jeder Party ein Spiel, wo man dann noch was gewinnen kann oder wo mehrere was gewinnen können. Je nachdem, was mir halt gerade so einfällt, mache ich dann noch ein Spiel. So zum Abschluss, damit man es dann sagen kann, jawohl, das war ein schöner Abend mit euch. Hat mich gefreut und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder auf irgendeiner Party sehen oder vielleicht sogar auf deiner eigenen Party. Und da habe ich dann eben diese Spargel, die packe ich dann ab und an mit in entweder diesen Partyknödel oder wir machen auch so ein Wichtelspiel oder ich muss mich jetzt mal umschauen, was es noch so für Spiele gibt, damit unsere Gäste was gewinnen können. Der Spargel, der ist total praktisch. Ich hole mal einen raus. Ja, es ist wie so ein kleiner Backspargel, sieht der aus. Hier kann man, mit der Seite kann man das Wachs rausholen, wenn das noch ein bisschen weich ist, kann man das so rausschieben. Aber ich empfehle immer die Variante, wenn das Wachs fest ist in der Duftlampe, dass man dann diese Seite nimmt, so ein bisschen am Rand. Also ich habe jetzt mal hier so einen Duftlampenkopf, so ein bisschen am Rand reinfährt und dann löst sich das komplett und dann kann man es komplett wegschmeißen. Ja, dafür ist unser Spargel. Wenn man jetzt so einen Spargel hat, dann kann man auch durchaus die Rückseite von einem Löffel nehmen oder am Messer oder irgendwas. Das funktioniert genauso gut. Ja, das sind 25 Stück drinnen und die reichen mir jetzt wieder für einige Zeit als Kundengeschenke. Was habe ich noch bestellt? Dann habe ich noch was bestellt, was man sich erst ab dem Titel Direktor bestellen kann. Finde ich voll cool, dass es da auch noch mal extra Produkte gibt. Ich habe ja schon so eine Flasche. Ich liebe diese Edelstahlflaschen. Ich mag die total gerne. Ja, ich habe eigentlich immer eine Flasche mit Wasser dabei zum Trinken. Und ja, die Flasche, die ist besonders toll. Ich glaube, es passen 500 Milliliter rein. Ja, das steht jetzt nicht drauf, aber so viel ich weiß, passen da was vielleicht über 500 Milliliter rein. Ja, ich finde diese Sterne total süß. Das Lila gefällt mir total gut. Und ja, hier steht halt auch noch Sensi drauf. Ich finde die mega, mega cool. Ja, das ist meine neue Flasche. Ich habe schon eine in Türkis mit dem Logo Sensi drauf. Und ja, wenn man so eine Flasche dabei hat, vielleicht kommt ja mal irgendeiner und sagt, Sensi, was ist denn das? Was hast denn du da für eine Flasche? Und dann hat man schon den Einstieg, um zu sagen, ja, Mensch, ich bin Sensi-Berater und was halt die Firma so ist und so macht. Genau. Und dann habe ich noch ein Produkt, das ist mir runtergefallen. Ein Produkt habe ich noch, mit dem liebäugle ich schon die ganze Zeit, das ganze Jahr. Ich habe es mal ein bisschen kleiner vorgestellt. Das ist eine Tasche. Also die ist riesig, mit der kann man richtig shoppen gehen. Die hat hier Henkel. Hat ein schönes Grau, schon ein bisschen fast, naja, sehr, sehr dunkles Grau. Anthrazit, das ist noch nett. Hat hier 2 Henkel, dass man es so über die Schulter nehmen kann, wenn man möchte. Oder halt eben noch einen langen Riemen, damit man sie sich umhängen kann. Also die, ja, also sie ist wirklich sehr, sehr groß, wie ihr seht. Und, aber ich finde sie trotzdem mega klasse, weil sie hat hier vorne 2 Taschen. Da passt zum Beispiel der Katalog rein. Oh nee, die ist noch größer, die Tasche. Also da passt mehr wie der Katalog rein. Da passen viele Sachen rein. Ich weiß jetzt nicht, was ich da sagen soll, aber es passen auf jeden Fall viele Sachen rein. Da vorne ist auch das wunderschöne Sensi-Logo. Auf der Rückseite haben wir dann die Fächer.
für Kataloge. Also hier passen die Kataloge rein. Diese Seite ist es. Hier sind zwei Fächer, wo Kataloge reinpassen von der Höhe her. Jetzt muss ich sie mal aufmachen. Ich glaube, die verschwinden sogar ganz da drin, oder? Ja. Also wenn die Tasche, der Boden ausgefaltet ist, dann verschwindet der Katalog ganz drin. Das finde ich auch ganz gut. Wie gesagt, das sind zwei Fächer dafür da, damit man immer was parat hat. Und im Innenraum, das ist schwierig, so Taschen zu zeigen, ne? Im Innenraum, mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich drehe sie mal um. Also jetzt kommt das Innere nach außen, damit ich euch das zeigen kann. So. Fast. Ich habe es fast. Gar nicht so einfach. Aber die ist auch innen nicht einfach, dass man da die Nähte sieht oder so. Die ist auch innen wunderbar genäht. Ja, hier ist auch das Zeichen dran, dass man sie eigentlich nicht waschen sollte. Sie ist aus 100% Baumwolle. Das finde ich auch schon mal gut. Aber Baumwolle kann man, denke ich, wenn es dreckig ist, trotzdem mal auf Handwäsche in die Waschmaschine reinschmeißen. So, jetzt haben wir hier die Innenseite. Da ist nochmal ein Musterreißverschluss. Ein relativ großes Fach für Make-up oder vielleicht für Duftproben. Visitenkärtchen kann man zum Beispiel hier reinstecken. Und auf der Innenseite haben wir noch einmal zwei genauso große Taschen wie außen, dass halt ein Katalog reinpasst, der dann auch komplett da drin verschwindet. Also ich finde die echt klasse, um Geschäftsmaterialien mitzunehmen. Man sollte ja immer irgendwas dabei haben, weil meistens ist es so, also ich kenne das von mir, wenn ich dann mit jemandem unterhalte und der interessiert sich dafür, dann habe ich meistens nichts dabei. Und das ärgert mich dann. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so der Handtaschentyp, der seit Deschler überall mit sich rumschlafert. Aber man sollte es tun. Es gibt ja auch eine kleine Handtasche. Also sie ist auf jeden Fall stabil, weil so einfach lässt es sich jetzt nicht umdrehen wieder in die ursprüngliche Form. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Die ist auf jeden Fall echt cool. Mit der liebäugle ich schon seit Anfang der letzten Saison. Da hat sie mir schon richtig gut gefallen. Und ja, jetzt im Sale habe ich mir gedacht, ich hole sie mir. Ja, das war jetzt so mein Haul, was Geschäftsmaterialien angeht. Wie ihr seht, es wird jedes Jahr mehr, immer mehr tolle Sachen bekommen. Wir haben sogar einen eigenen Sensi-Kalender. Aber ich nutze mittlerweile Kalender auf dem Handy und ja, ganz, ganz viele tolle Sachen. Man kann auch T-Shirts drucken lassen und so. Visitenkarten, Postkarten, Aufkleber, wo man rubbeln kann und dann riechen kann. Ich habe sogar welche da. Sowas gibt es auch. Das sind immer 72 Stück in einer Packung und die kann man dann überall draufkleben und dann rubbelt man da drüber und dann riecht man den Duft. Ja. Finde ich richtig toll, was sich da Sensi einfallen lässt. Und ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Wir sind schon, heute werden wir wahrscheinlich noch ein zweites Video drehen. Wir haben nämlich die neuen Düfte bekommen. Es sind insgesamt 10 Stück für die neue Saison. Und die werden mein Mann und ich gemeinsam zum ersten Mal riechen. Also wir haben noch nicht reingeschnuppert, die sind noch zu. Ich werde dann einfach die Siegel runterreißen und dann werden wir live die neuen Düfte für die Frühlings-Sommersaison 2020 schnuppern. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video und wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns. Ciao!